Guten Tag, das ist ein weiterer Spoiler, denn ich habe eigentlich gesagt, es geht direkt weiter im Flakonland. Habe ich gesagt direkt? Naja, ich habe Flakons geteased. Allerdings, da ist ja auch noch was gewesen. Den wollte ich mir noch vorher einmal angucken. Kann sein, dass es sehr kurz wird, denn die Dinger sind dafür bekannt, dass die ungefähr so ein dickes Lithiumgerät auf dem Mainboard haben. Und wenn das ausläuft, naja, katastrophal. Ich werde mal ein paar Bilder posten, wie das aussehen kann. Fehlerbeschreibung habe ich noch gar nicht gesagt. Macintosh Classic 2, hoffentlich sage ich das richtig. Ja, steht hier auch drauf. Ich denke, das werde ich richtig gesagt haben. Ist noch Tastatur und den ganzen Kram drin. Das Gerät wurde zur Seite gestellt. Irgendwann, Jahre später, hat es nicht mehr funktioniert. Also muss ich mir das nochmal angucken. Warum das Video vorgeschoben wird. Erstens hoffe ich, dass es vom Aufwand überschaubar bleibt. Zweitens mache ich vermutlich eine Videoschnittübung mit einem neuen Videoprogramm damit. Denn ich benutze normalerweise Magix Video Pro X. Vom Workflow finde ich es immer noch eins der besten Programme. Allerdings habe ich seit 2 Jahren tatsächlich mal eine Version, die nicht eine erweiterte Demo ist. Das heißt, Money, Money, Money on the Table. Und was soll ich sagen, die läuft dermaßen mies, also Abstürze, so irgendwie im 20-Minuten-Takt, da macht der Schneider einfach keinen Spaß mehr mit. Deswegen werde ich wohl oder übel auf irgendwas anderes umsteigen müssen wollen, wie auch immer. Heißt neu einarbeiten, heißt, naja, ne? Ich weiß, es gibt natürlich noch Magix Vegas, aber ob ich da jetzt noch mein Geld reinblase in ein Unternehmen, was mich mit Video X dann oder Video Pro X enttäuscht hat, weiß ich nicht. Und Adobe gibt es natürlich auch noch mit Premiere und so. Aber muss euch alles nicht interessieren. Was euch wahrscheinlich interessieren wird, ist dieses Gerät hier, Macintosh Classic 2. Ich denke, ich habe ein Bild davon eingeblendet, wie es aussehen kann. Ich vermute, der wird ähnlich aufgehen wie der andere Mac, der da steht. Eins, zwei Schrauben da, eins, zwei Schrauben da und da. Eventuell noch einer da drunter, das weiß ich aber nicht. Oh, ich stelle euch mal einfach dabei und dann gucken wir mal rein. Ein Schonali. In der Hoffnung, dass es Fox 15 ist, habe ich schon mal hier. Ist Fox 15. Das ging schnell. Das waren noch Zeiten, als Apple es vernünftig aufging. Also man kann ja nicht behaupten, dass Apple mal nicht fähig war, zu einem Point in Time Geräte zu bauen, die tatsächlich aufgehen, ne? Ich denke, ich werde nicht erklären müssen, dass da Aua-Aua-Gefahr ist. Ich weiß nicht genau, was für ein Fehler er hat. Mir wurde nur gesagt, das Gerät funktioniert nicht mehr, nachdem es weggestellt wurde. Ja. Also die Dinger sind dafür bekannt, dass sie A, ein riesen Klotz von Lithium darauf haben. Der, wenn der ausläuft, werde ich wahrscheinlich schon ein Bild eingeblendet haben. Verheerende Verätzung macht, brauche ich nicht sagen. Und zu allem Überfluss haben die Dinger dann tatsächlich auch noch SMD-Caps drauf. Das heißt, zwei Gefahrenquellen auf einem Mainboard. Ich werde mir sparen, zu versuchen, die Kiste einzuschalten. Ich glaube einfach, ne, die Dinger landen ja nicht irgendwo, ohne dass sie wirklich kaputt sind. Mainboard ausbauen, welches für mich mit ein bisschen Glück, weiß ich nicht, mit ein bisschen Glück tatsächlich einfach nur eingeschoben aussieht. Heißt Floppy-Kabel ab, SCSI-Kabel ab. Ich glaube, da hinten ist noch irgendwo ein Stromkabel. Ja, kann man das erkennen da? Das auch noch ab. Und mit ein bisschen Glück ist das dann nur eine Sache von Mainboard rausziehen. Sehen wir dann. SCSI-Kabel ab. Floppy-Kabel ab. Und jetzt könnte ich schon den Akku wechseln hier. Ne? Kann ich mal zum Spaß. Oh, der sieht gut aus. Der wurde schon mal getauscht. Zumindest dieser ist nicht ausgelaufen. Oh, vielleicht haben wir Glück. Strom ab. Was man dann noch zeigen kann.
Ist mir gerade so aufgefallen. Platte liegt verkehrt rum. Also, ne? Bauteile oben. Vermutlich, denke ich mal, liegt die so, damit die Wärme, die die Bauteile hier abgeben, nach oben weg kann. Der normale Macintosh oder Mac-Würfel, wie auch immer, der war ja auch komplett lüfterlos. So konvektionstechnisch einfach Wärme nach oben aus dem Gerät raus. Der hier hat allerdings da hinten tatsächlich einen Lüfter verbaut. Aber die wird mit Grund falsch rum drin liegen. So, tust du uns jetzt tatsächlich den Gefallen und kommst so raus? Oh, war ja. Wahnsinn. Habe ich erwähnt, dass Apple mal Hardware bauen konnte, die man auseinandernehmen kann? Und dann haben wir hier ein niedliches Mainboard. Niedliches Mainboard. Sehr, sehr niedlich das. Akku scheinen wir richtig Glück gehabt zu haben. Der ist nicht rausgesifft. Allerdings jeder SMD-Elko definitiv verhunzt. Und leider auch so verhunzt, dass er ausgelaufen ist und Bauteile mit angeranzt hat. Ja, versuchen wir es mal anzunehmen. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ah, spiegelt sehr. Ich hoffe, ihr könnt es erahnen. Aber umliegende Chips unterlaufen definitiv der ja, der. Ah, vermutlich auch, es lohnt nicht, das da irgendwie zu spekulieren. Hier Diode, Transistor auch unterlaufen, eher unterlaufen, eher unterlaufen. Die sind sowieso platt. F1 muss ich natürlich einmal durchklingeln, kann natürlich auch solche Geschichten sein, warum so ein Gerät nicht läuft. F2 auch durchklingeln. Dann geht's leider, 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 leider da hinten auch weiter. Da ist es auch ausgelaufen. Und entsprechend siffig. Ja, was soll ich sagen? Recap, mit Sicherheit kommen wir nicht drum rum. Einige Bauteile werde ich runternehmen müssen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Mit Sicherheit. Und ich hier noch irgendwas gesehen, glaube ich. Ja, tatsächlich der. Kann man es an dem hier sehen, dass wir da schon Grünspan dran haben. Auch kein gutes Zeichen. Der wird wahrscheinlich auch einmal runter müssen. Ja, ich sehe ja, was dann gemacht, getan, wie auch immer werden muss. Das mache ich, glaube ich, wenn ihr es sehen wollt im Zeitraffer. Bietet sich an. Bis dann. So, eine Übersicht. Als erstes, ich habe vor, das Board zu waschen, deswegen nicht wundern, dass die App-ROMs gerade Punkte haben. 1, 2, 3, 4 ist nur eine Markierung für mich. Allerdings haben die auf freundlicherweise Teilenummern 64 am Ende, 65 am Ende, 66 am Ende, 67 am Ende. Also, selbst wenn die Punkte verloren gehen, sollte das nicht das Problem sein. Wollte das nur gesagt haben. Dann seht ihr, dass ich viele Teile runtergenommen habe, denn viele waren unterlaufen. Ich vermute mal, dass ich auch Bilder gepostet haben werde, wie die Siffe hier aussieht. Ich vermute, dass ich jetzt auch Bilder irgendwie davor geschnitten haben werde, wie das Ganze siffig aussieht, damit ich nicht mit der Kamera hier ran muss, denn die fokussiert ja nicht so unbedingt so mega genial, wie wir gelernt haben. Also, mega siffig stellenweise, viele Teile runtergenommen, auch die Buchse hier runtergenommen, denn ihr könnt es vielleicht in einem Atemzug abföhnen, ohne die Buchse zu entfernen. Allerdings müsst ihr ja die Teile nachher wieder drauf löten und wenn da eine Buchse sitzen würde. Oder habe ich gerade irgendwie einen Krümmel irgendwo hingefubbelt? Den muss ich nachher suchen. Ja, wenn die Buchse nachher wieder drauf ist, habt ihr keinen Platz da irgendwie die Bauteile wieder aufzulöten. Also lieber mehr runternehmen,
und dann nichts verbrennen und verfuckeln, wenn ihr das nachher wieder drauf macht, als andersrum. Ich denke, man wird erkannt haben, dass hier schon wirklich vieles unterlaufen ist, war wie auch immer. Board wird gleich gewaschen. Großer Vorteil, 68030 sieht glücklicherweise hoffentlich nicht unterlaufen aus. Ja, also jetzt sauber machen, das heißt, das wird stinken. Dann ab in die Spüle, dann zurückbauen. So, erste Seite fertig. Nicht wundern, sieht noch ein bisschen uselig aus, weil noch Flussmittelrückstände draus sind, muss gleich nochmal gewaschen werden. Ich hatte erst gewaschen, dann die Seite hier fertig gemacht. Und jetzt wird es gleich natürlich nochmal gewaschen. Lötstellen sehen soweit alle okay aus. Ja, gleich einmal säubern, wie gesagt. Und dann da weitermachen. Beziehungsweise erstmal da weitermachen, am Ende dann wahrscheinlich komplett säubern. Die Buchse da oben muss auch noch wieder rein, ja gut. Kein Problem. Wenn man die ganzen Bauteile runter macht, was man auch tun sollte, dauert das Ganze natürlich deutlich länger als ein blanker Recap. Vielleicht hätte es auch einfach nur ein Recap getan, aber irgendwann wäre halt der Schmodder unter den ganzen Chips und an den ganzen Beinchen noch wieder ein weiterer Todbringer gewesen. Dann lieber direkt ordentlich und damit jetzt weiter. So, alles wieder drauf, alles schicki. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben 5 Uhr. 1 Uhr bin ich angefangen, zwischendurch ein bisschen essen und ein bisschen trödeln und so. Also ich denke mal, gute 3 Stunden, falls das jemand vorhat. Kann natürlich auch immer deutlich schneller gehen, wenn das nicht so wie hier ist mit großflächig ausgelaufen, dass ihr die Teile runterholen müsst. Kann natürlich auch noch bescheidener sein. Ja, Rahmenriegel habe ich hier. Wir müssten 2 MB auf dem Board haben, glaube ich. Und das hier sind 44C1000, das heißt 4 Chips, nee, 8 Chips, 4 MB. Ich kann mal gucken, ob ich noch welche finde. Ich glaube 10 MB können die Kisten hier maximal. Falls ich noch was finde, ist das richtig rum? Keine Ahnung. Falls ich noch welche finde, werde ich die einbauen. 4 MB Regel für da, würde auch Sinn ergeben, wenn die maximal 10 MB, ne? 4, 8 plus 2 Onboard macht 10 MB. Ja, die stecke ich drauf. Batterie kann ich noch nicht drauf tun. Hier. Hab gerade eine neue bestellt, die ist leer wie sonst was. Gut, ich mache den Rahmen drauf, dann schiebe ich die Kiste zusammen und dann heißt es eigentlich nur das Beste hoffen. Sehen wir dann.
Habe ich erzählt, dass Apple mal Sachen gebaut hat, die man auseinandernehmen konnte und schnell wieder zusammen hatte? Dumm. Dumm. Ich glaube, ich habe so etwas wie eine Maus, aber das Bild ist, falls ihr sehen könnt, sehr, sehr instabil. Versucht da gerade irgendwas von Diskette. Oh, jetzt hatte ich wieder ein Reset. Keine Diskette. Ja, gut, ist ja auch gerade kein Programm drauf. Aber gut, guckt euch das wabernde Bild hier an. Wir erinnern uns, dass der andere Mac, den wir hier stehen hatten, auch Probleme auf dem Analog-Board hatte. Ich würde davon ausgehen, dass das hier so eine Geschichte ist. Das heißt, Analog-Board auch nochmal angucken. Da sind ja auch Kondensatoren drauf und so. Vielleicht ist es auch wieder nur eine kalte Lötstelle. Aber ihr seht hoffentlich total waberndes Bild. Das ist nicht normal. Aber ein Lebenszeichen. Es hieß, der hat kein Lebenszeichen. Ein Schritt weiter und doch noch nicht am Ziel. Okay, Netzteil-Analogboard raus. Das werde ich euch auch in diesem Fall nicht zeigen. Alles, wo ihr euch böse wehtun könnt, würde ich lieber weglassen, weil das dünnes Eis ist. Gerade so Röhrenentladungsgeschichten und so, habe ich letztens schon gesagt, guckt euch da Videos zu. Es gibt gute Videos, die da wirklich eine halbe Stunde drauf eingehen. Guckt diese Videos, besser als wenn ich euch jetzt hier in 2 Sekunden irgendwas erzähle, irgendwas vergesse und nachher schuld bin, dass ihr euch wehgetan habt. Lötpunkttechnisch auf der anderen Seite ist mir gar nicht so viel aufgefallen. Ich will hier jetzt gar nicht so viel mit rumhantieren, denn, ja, denn will ich nicht. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass hier SIF ist. Wenn wir uns mal den Mac angucken, da ist es auch abgetropft dann. Das heißt, der wird mal vielleicht auf der Front gelegen haben. Normalerweise ist das Board ja hier so drin und ein bisschen nach hinten geneigt sogar. Das heißt, der muss auf der Front gelegen haben. Egal. Ganz kurz nur gesagt, es ist mit einer weiteren Schraube hier hinten fest. Dann habt ihr hier ein Masseband, muss ab. Und natürlich hier entladen. Das macht aua, aua. Dann ein weiterer Stecker, das ist der vom Mainboard. Da ist der Lüfter drauf. Und ich habe noch irgendwo da einen weiteren Stecker. Da. Dann habt ihr das raus. Aber wie gesagt, guckt euch da wirklich gute Videos zu an, falls ihr hier mit ne, Hochspannung und solche Geschichten hantieren müsst, wollt, wie auch immer. Spielt jetzt nicht die allergrößte Rolle. Wir müssen sehen, wo der Kappes herkommt. Ich habe hier einen Q-Tip. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier ist ein Kondensator und da ist so ein brauner Blob vor. Das will ich mir mal gerade näher angucken. Da. Ja, das sieht mir nach Elektrolyt aus. Ich halte gerade einmal den Lötkolben dran. Oh ja, das ist Elektrolyt. Muffi, Muffi. Das heißt, mindestens ein Kondensator wird sich verabschiedet haben. Ihmchen steht leicht schräg. Könnte tatsächlich er sein. Ich glaube, der hat auch so eine leichte Pfütze darunter. Ja, der wobbelt auch schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme den ganzen Blob Kondensatoren da raus. Wenn er komplett kaputt ist, kann man es ja sehen. Ansonsten habe ich ein Gerät zum Nachmessen. Das ist also jetzt meine Arbeit. Und dann sehen wir uns wieder. Jo, okay. Gut, ich denke, da brauchen wir nichts zu sagen. Ich zeige euch mal beispielhaft ein paar Kondensatoren. Hier, er ist ganz nett gewesen. Er ist auch nett. Ihmchen hat es auch hinter sich. Und er ist sogar schon verkrustet. Ja, ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Ich mache das jetzt sauber, setze dann neue rein. Dann werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, die hier dann auch einmal auszulöten und nachzumessen. Da ist kein SIF-Rand drum. Hat nichts zu heißen. Kein SIF-Rand. Die können trotzdem platt sein. Deswegen nachmessen.
Aber vielleicht sind die da auch ein bisschen geschützter. Geschützter im Sinne von nicht an der Belastungsgrenze, ne? So dimensionierungstechnisch. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal ein bisschen weiter. Und dann gucken wir uns am Ende an, was alles neu musste. Nur noch mal ein kurzer Einwurf, um euch zu zeigen, was da auch zugehört, wenn man jetzt hier so eine Geschichte reinigt und neu macht. Ich denke, man kann sehen, dass diese Löcher hier auch komplett schwarz sind. Das heißt, auch da ist Elektrolyt hingelaufen und die Strippen sind auch, na, das kann man wieder nicht so gut sehen, sind auch angelaufen. Das heißt, säubern, Vias sind es ja nicht, Löcher reinigen, hinten neu verlöten. Was nämlich über die Zeit passiert ist, Elektrolyt ist da reingekrochen, Kapillarwirkung hat sich da reingesogen, gammelt, 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 gammelt. Irgendwann ist der Kontakt weg und man wundert sich, warum es nicht funktioniert. Also leider, leider, leider. Auch wenn es nicht so prall ist, gehört sowas dann auch dazu. Jo, so in der Art. Nicht wundern, ich habe einige spannungstechnisch ein bisschen höher gewählt, weil ich mir nicht sicher war, ob die durchgegangen sind, weil sie einfach ihr Alter hatten. Oder ob die durchgegangen sind, weil die einfach zu niedrig dimensioniert waren. Einige sind also deutlich höher, als sie früher waren. Liegt daran, dass die Spannungsklasse höher ist. Wunderbar stabiles Bild. Keinerlei Probleme. Ich formatiere gerade eine andere Festplatte, kommen wir gleich zu. Ja, war eine Sache von 15 Minuten, dann lief das vernünftig. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich euch sagen muss, dass ich euch mit den 15 Minuten belogen habe. Wir sind, ich glaube, 10 Tage später, 10 Tage, 7 Tage, 8 Tage, deutlich später als meine letzte Aufnahme. Bild ist endlich stabil. Ich hätte jede Menge Takes machen können sollen, wie auch immer. Ich habe es nicht gemacht, weil ich wirklich konzentriert gearbeitet habe und mich ein wenig, ja, geärgert noch nicht ganz, aber ja, also alles, was an diesem Gerät kaputt sein konnte, war anscheinend auch kaputt. Im Sinne von hat Probleme gemacht. Bevor ich es jetzt vergesse, ich habe gerade gesagt, diese Festplatte ist eine SCSI-Platte, der hat ja intern SCSI. Initialisiert gerade, seht ihr da an dem eiernen Balken, das sind 4,5 GB, das wird eine ganze Weile dauern. Ich möchte nur gesagt haben, falls ihr eine andere SCSI-Platte reinpacken wollt in diese Geräte, müsst ihr nicht das Windows 95, naja, es war mal Windows 95 und keine Angst, es war kein Original Windows 95, das sind Etiketten, die ich immer gemacht habe. Wenn ihr eine fremde SCSI-Platte am Mac installieren wollt, nehmt nicht das Original macOS 7.5, was auch immer, oder macOS halt, Formatierprogramm, Partitionierprogramm, sondern ihr müsst googeln nach Apple HD SC Setup. Version, hast du nicht gesehen, ist egal. Da, ADSC, Setup. Setup mit Z vor allem, Setup. In der Patched-Version, wichtig. Die Patched-Version kann jede beliebige, weiß ich nicht, aber verdammt viele SCSI-Platten für den Mac fertig machen. Die Originale von Apple, guckt, ob ihr an der Festplatte oder auf der Festplatte einen Apple-App-ROM habt und nur dann könnt ihr die benutzen. Wichtig also, falls ihr mal vor der gleichen Schwelle steht wie ich gerade. Wenn ihr beliebige SCSI-Platten benutzen wollt, HD SC Setup patched. Einfach mal googeln. Das Schöne an diesem Mac ist auch, dass der ein HD-Laufwerk hat. Das heißt, das, was ich bei dem anderen Mac letztens zum Beispiel hatte, mit diesen 800 bzw. 400K Disketten, die ich nicht schreiben kann, entfällt. Ich kann tatsächlich mit WinImage die Disketten hier zurückschreiben, die 1,44 MB Images. Ich kann sie nicht im WinImage sehen, aber ich kann sie einfach laden, dann sagen formatieren und schreiben auf Diskette. Und dann läuft das. Zu diesem HDSC-Setup noch gesagt, was ihr im Internet finden werdet, werden wahrscheinlich SIT-Dateien sein. Das sind komprimierte Floppy-Images, also von Stuffit, glaube ich. Installiert einfach Stuffit für Windows, entpackt die SIT-Dateien und dann einfach mit WinImage das, was rauskommt, zurück auf die Floppy. So viel zum Thema SCSI-Setup. Softwaretechnisch werden wir uns da nicht viel mit auseinandersetzen. Wir werden uns aber definitiv, sobald das hier erledigt ist, ansehen, was für Hürden ich da so hatte noch mit dem Analogboard und so. Bis gleich. So, noch ein Tag später. Dieser Mac ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Warum, kommen wir gleich zu. Er war gerade duschen, das heißt, er kann. Nee, Moment, das Teil brauche ich nicht. Erster Take. Er war gerade duschen, das heißt, er kann wieder zusammengebaut werden. Auf Deutsch, er war gerade duschen, er kann wieder zusammengebaut werden. Dieser Mac ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, denn ich habe mich fast damit angefreundet und dachte, oh, wenn eh so viel Zeit drin steckt, mach's dann halt für dich schön selbst fertig. Dann habe ich ja gestern die Festplatte eingebaut.
Die gepatchte Version der Software habe ich mir besorgt. Partitioniert, formatiert. System drauf. Software drauf. Und am Ende wollte ich Spiele drauf machen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin bis dahin davon ausgegangen, dass das Ding hier schwarz-weiß-graustufen ist. Och nö. Das Ding ist schwarz-weiß-monochrom. Bedeutet, alle Spiele, die für Farbe vorgesehen sind, 256 Farben oder was auch immer, laufen nicht. Bedeutet, Monkey Island läuft nicht. Bedeutet, ich habe null Interesse an der Kiste. Yay. Und dafür die ganze Arbeit. Ich habe tatsächlich in den Wikis immer gelesen, dass der Classic 1 nicht angekommen ist, weil der Classic 1, glaube ich, noch 68.008 MHz war und schwarz-weiß logischerweise. Das dann erst mit dem Classic 2 behoben wurde, weil 68.30 16 MHz. Ja, und halt der Konsens war, dass die Kiste nicht so toll angekommen ist, denn der Prozessor war beim Classic 1 zu langsam. Aber ich behaupte mal, die Kiste ist nicht gut angekommen, denn Farbe hat gefehlt. Ist ja nicht so, dass das noch mitten in der 80er war, war ja dann schon 91, 92 so in den Dreh. Da noch so eine Kiste ohne Farbe rauszubringen, ohne Farbe wäre in Ordnung gewesen. Monochrom definitiv nicht, das verschließt nämlich jegliche Software. Wäre ja kein Thema gewesen, jetzt da Graustufen dann zu machen. Wie auch immer, das bedeutet für mich, ich brauche keine 4 GB SCSI-Platte. Würde ich eh nicht mit Software vollkriegen, die ich starten kann. Kommt halt doch die Originale rein. Der Originalität wegen ist das sowieso schön. Übrigens 40 MB, satte 40 MB. Und das bedeutet auch, dass wir dieses schöne gewaschene Mainboard jetzt wieder mit 2 plus 2 MB Arbeitsspeicher reinstecken. Denn was soll ich mit 10 MB? Und die knackscharfe, aber doofe 9 Zoll, ist das 9 Zoll? Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Röhre wieder reinpatschen. Eine Schraube muss ich gerade behalten, seht ihr gleich warum. Ich bin euch ja noch die Aufklärung hiervon ein wenig schuldig. Ihr seht ein sehr schön sauberes Board, denke ich zumindest, dass ihr es sehen könnt. Quietsch, 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 quietsch. Also Kondensatoren alle neu, hatte ich glaube ich gesagt, dass einige deutlich höher sind als die alten, weil da die Spannungsfestigkeit höher ist. Ich habe es mal höher gewählt, weil einige ja total ausgelaufen waren und ich nicht wusste, ob das einfach nur über die Jahre Rippel war oder ob die einfach zu mager ausgelegt waren. Deswegen sind einige hier höher, deutlich höher als die alten. Ist aber gar nicht das Thema. Kondensatoren aus diesem Block waren einige defekt definitiv, aus diesem Cluster. Die waren alle in Ordnung, die waren in Ordnung, die waren in Ordnung, die sind trotzdem getauscht, die waren in Ordnung. Der war in Ordnung, der ist getauscht, die waren in Ordnung, wurde trotzdem getauscht. Er war in Ordnung, hatte ihn nicht da, er bleibt. Aber aus diesem Cluster waren welche defekt. Gut, die getauscht, dann hatten wir wieder ein lebendiges Gerät, aber mit sehr viel Wobbel hat sich ein bisschen verbessern lassen, indem ich den 10Y-Optokoppler hier getauscht habe. Der ist da. Ich weiß nicht, wie gut ihr den erkennen kann. Der hatte einen Schuss, der war aber nicht komplett kaputt. Ich habe das nur gesehen, dass 5 Volt im Verhältnis zu 12 Volt irgendwie sehr merkwürdig war, die Spannung. Wenn man 5 Volt auf nahezu 5 Volt eingestellt hat, war die 12 Volt Spannung schon bei 12,7 oder irgendwie sowas. Das Verhältnis von 5 zu 12 Volt war halt ein bisschen blöd. Im gleichen Atemzug ist es clever hier, glaube ich, was sind das, DP4 und DP3, die sind also drum, zu tauschen. Ich habe sie nicht gemessen, sind 1N4148. Klemm da irgendwo mit drin, tausch die einfach mit. Pfennigartikel.
Egal. Dann wurde das Wobbeln schon wieder ein bisschen besser, aber war immer noch nicht gut. Dann wussten wir, dass sich die Kondensatoren hier großflächig verteilt haben. Irgendwie so, schätze ich mal. Also die hier alle ausgelötet, die hier alle ausgelötet. Hier ist horizontale, vertikale Ansteuerung und sowas mit bei. Und auf der Seite ist nur Strom, 5 Volt, 12 Volt und so weiter. Also rausgelötet. Original sind da Krimmkontakte drauf, beziehungsweise Krimpulsen. Die haben dazu geführt, da die Leitungen hier sind, nicht verlötet sind, dass das Elektrolyt da hingelaufen ist und dann schön über die Kapillarwirkung, ja, weiß nicht, lass mich nicht lügen. Was ist das hier? Ja, Körpermaß 30 cm, ne? Ja, die ersten Zentimeter, das war nicht wenig, ich denke mal, es wären so 10 cm gewesen sein, hat sich das Elektrolyt hochgesaugt und dann auch das Kupfer hier drin oxidiert, korrodiert, wie auch immer. Das heißt, ich habe die 10 cm abgeschnitten, die und die eingelötet. Besser geworden, aber immer noch nicht ganz gut. Last Resort bei sowas ist dann immer Bord nehmen. Alle Trafos runter, Ihnchen runter, Ihnchen runter, Ihnchen runter und Ihnchen runter. Weil das gewickelte Spulen sind und wenn die nass werden, ihr seht gleich, wo die nass werden, ist das nicht trocknungstechnisch sonderlich gut. Gut, er ist vergossen, ihr könnt es vielleicht aushalten. Aber alles, was so spulig ist, besser mal runternehmen. Ja, also gut, alles runternehmen. Ultraschallbad 75 Grad, Waschmaschinenpott rein und weiß ich nicht, Dreiviertelstunde einfach Ultraschallbad. Mit Waschmittel. Warum Waschmittel? Man hört doch immer, man soll das neutralisieren mit Essig. Das ist eher sauer. Waschmittel ist eher Lauge. Kondensatoren sind tatsächlich auch eher Lauge. Mit dieser Lauge schafft ihr das nicht unbedingt, das zu neutralisieren, aber ihr schafft es, den ollen Siff wieder anzulösen. Das heißt, es wurde schön angelöst. Vieles wurde ins Waschwasser, Waschwasser in Anführungsstrichen, abgegeben. Den Rest definitiv dann nochmal ordentlich mit klarem Wasser abspülen, ewig lange. Und ihr seht, am Ende habt ihr dann wirklich ein elektrolytfreies Board. Was man dann auch an der Rückseite erkennen kann, wie tatsächlich die Schäden waren vom Elektrolyt, was sich großflächig verteilt hat. Hier seht ihr, dass das angegammelt ist. Hier seht ihr, dass das schon den kompletten Lack durchgegammelt hatte. Ja, und so weiter und so fort. Ist jetzt ein bisschen Wachs drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Einfach um es zu konservieren. Aber ihr seht, wenn schon die Unterseite so durchgegammelt ist, bei einem Board, was steht, es liegt ja nicht, es steht, wisst ihr, dass hier oben schon mega mies war. Gut, das also getan, Wobbeln noch ein bisschen besser geworden, aber trotzdem noch sehr, sehr wahrnehmbar. Am Ende war es dann tatsächlich eher hier, ein 10 Nano, ein 100 Nano Folienkondensator. Ihr seht, dass der da jetzt so rot ist. Der hätte da gesessen. Ich habe dann also die Folienkondensatoren noch gemessen. Ausgelötet, ausgelötet, beide wunderbar. Ihn ausgelötet, eine Seite ausgelötet, kam der schon rausgefallen. Und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das Beinchen ausgelötet. Und dann fiel er schon raus, denn dieses Beinchen, welches normalerweise hier drin steckt, hat sich komplett vom Kondensator verabschiedet. Und da gehe ich auch stark von aus, dass das tatsächlich Elektrolytschaden ist. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Da ist es recht blank. Da ist es zerfressen, grau-schwarz. Also hatte dieses Beinchen auch Elektrolyt hier wahrscheinlich Richtung... Oh, muss ich gleich wieder finden. Richtung Kondensator hochgesaugt. Und alles out of weggeschmissen. Ja, so. Also, da ist das Beinchen wieder schön. Also viel, viel Fehlersuche, viel, viel Arbeit. Achso, und dazu gehört dann noch, dass ich den Speaker hier ausbauen musste. Der ist vernietet, original. Habe ich auch wieder vernietet. Ich habe ja Nieten da und da. Ja, original. Wenn ihr gerade keine Nieten habt, müsst ihr den wahrscheinlich dann festkleben oder so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding muss auch wieder hier in Ilmec. Das habe ich jetzt 500 Mal gemacht. Das geht von der Seite sehr gut. Inwiefern das jetzt funktioniert, wenn ich das für die Kamera hier halten muss, ist eine ganz andere Frage. Habe ich erwähnt, dass ihr alles natürlich schön entladen müsst. Ja, ne? Bestimmt. Sonst kann das sehr schnell sehr wehtun.
sehr. Eigentlich müsstet ihr da ja reingucken können. Warte mal. Ist das so besser für euch? Tropfst nur zusammen und dann machen wir Sahne mit. Ja. Gut. So viel zum Thema Geräte gut auseinanderbau- und zusammenbaubar zu machen. Ich behaupte mal, das Ding habt ihr in einer Viertelstunde komplett auseinander und wieder zusammengebaut, wenn ihr nicht gerade, wie ich gerade hier, irgendwie vor der Kamera tratschen müsst. An diesem Punkt der Geschichte waren wir offensichtlich schon mal, wo das ging. Ne? Hashtag Right to Repair und so. Gut, noch ein Betriebsvideo und dann sollte das hier abgeschlossen sein. So, ich würde sagen, ein Take steht noch aus, bevor wir das hier abschließen können. Und ich sehe gerade, dass es wahrscheinlich clever wäre, die Weitwinkellinse drauf zu tun. Ja, passt ein bisschen mehr drauf. Ignoriert die Technik im Hintergrund, ist nur ein temporärer Aufbau. Mac, Tastatur, Maus habt ihr gerade gesehen. Und hier unten, wo die Strippen hingehen, sehen wir die 4,5 GB Platte, die ich eigentlich für den Mac gedacht hatte. Die aber jetzt ausgeschieden ist, weil ich nicht die Software laufen lassen kann auf dem Mac, die ich gerne laufen lassen wollen würde. Also ist die größentechnisch totaler Overkill. Nur kurz zum Verständnis, Molex Adapter von irgendeiner externen Festplatte. Und das Teil hier kommt aus einem externen SCSI-Gehäuse. Also Pfostenverbinder 50-polig auf die übliche alte breite SCSI 50-polige Buchse. Da werden wir also gleich vom Booten, um noch zwei, drei Sachen anzugucken. Also nicht wundern, wenn ich von irgendeiner anderen Platte boote, ist die dann hier. Gut, ich würde dann sagen, wir gucken uns mal den normalen Bootvorgang mit 40 MB Platte an. Hallo Todden, kommst du wieder mit uns spielen? Für alle die, die keinen... Oh, warte mal, da muss ich noch was optimieren, glaube ich. Ganz schön lasziv.
Ich werf mal kurz ein, 68030, damit ihr eventuell gleich schon wisst, wo ich drauf hinaus will. Yay, wir sind gebootet nach, keine Ahnung, 1,5 Minuten. Glück über diesen Macintosh. Der ein oder andere wird schon gemerkt haben, dass das Deutsch dieses Macintosh sehr, sehr westdeutsch ist. Sehr westdeutsch. Ich würde fast schon sagen nordbelgisch. Ja, wir sehen das ganz normale macOS, wie man es kennt. Ich glaube 7.1 hier drauf. 7.0.1 sogar. System 7 also in der niederländischen Landesversion. Und was soll ich sagen? Ich hatte ja ein paar Tage mich damit zu beschäftigen und ich finde die Kiste extrem träge. Mein, das Ding hat SCSI und ein 68030. Auch mit 10 MB ist sie übrigens sehr träge. Nicht, dass jetzt jemand denkt, wenn man da 10 MB RAM reinpackt, wird das deutlich besser. Nein, es wird ein Tacken besser, aber nicht viel besser. Ja, ansonsten, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Mac aus diesem Alter, aus dieser Zeit. Ein paar Schwarz-Weiß-Spiele sind sogar drauf. Mahjong aka Shanghai. Genau da sehen wir jetzt schon das große Problem von Monochrom. Ich hätte gedacht, Graustufen, nein. Schwarz oder Weiß, entsprechend gut oder schlecht sind halt die Umsetzung bzw. Portierung bzw. eingeschränkten Versionen von Spiel XYZ. Runtergedampft auf zwei Farben, in Anführungsstrichen Farben, sieht halt alles sehr, sehr doof aus. Damit wir einen kleinen Geschwindigkeitsbonus kriegen, schließe ich mal eben die andere SCSI-Platte an. Von der ich dann gleich auch starten werde. Das geht mit der schönen Tastenkombination, ich glaube Command, Option, Shift und Backspace bzw. Delete. Idealerweise booten wir jetzt gleich also von der externen SCSI-Platte. Jo, das sieht gut aus. Ich glaube, ab Version 7.5 hieß System 7 dann auch macOS, wie wir es gerade sehen. Da kam irgendwo bei 7.5 der Schnitt. Das ist dann tatsächlich auch die ostniederländische Landesversion. Schauen wir uns also mal an, was passiert, wenn wir ein 256-Farben-Spiel starten wollen. Bump. Ja, Ist übrigens bei Monkey Island 1 das gleiche. Ja, das war es dann wohl mit Monkey Island. Generell habe ich ja schon ein bisschen anklingen lassen wahrscheinlich. Ich finde das hier unheimlich lahm für einen 68030, wenn man so Amiga 68030 gewöhnt ist. Boah, ich mach mal zum Spaß hier Monitore auf, was nicht viel fressen sollte. Alleine diese Umschaltung und bop, 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 Aufbau, 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 klack, klack, klack. Jetzt den Hintergrund neu rendern und oh, es fühlt sich sehr, sehr, sehr sluggisch an. Ja, wir haben festgehalten, dass wir 256 Farben knicken können und alles irgendwie Spiele brauchen, die auch für zwei Farben wirklich programmiert sind. Zwei Farben in Anführungsstrichen. Und selbst die. Wir tun uns mal einfach das Intro an und ich kommentiere es nicht. Ihr denkt euch einfach euren Teil dabei. Thank you.
Ja, und so weiter und so fort, Indiana Jones in Monochrom. Ich denke, der eine oder andere wird es ähnlich sehen wie ich. Alleine wenn wir uns das Scrolling angucken, vom Intro oder hier jetzt auch schon wieder. Und bedenken, dass die Kiste einen 6830 Prozessor hat, ist das ganz schön mager. Die Umsetzung von Monochrom hier finde ich gar nicht so verkehrt. Die bin ich vom Atari ST in Hi-Res deutlich schlechter gewöhnt eigentlich. Also ich würde es so durchspielen, glaube ich. Damals hätte ich sowieso so durchgespielt. Aber es ist halt sehr lahm und träge im Vergleich zum Amiga. Besonders wenn wir halt bedenken, dass diese Kiste hier 68030, 16 MHz oder 15 und ein paar zerquetschte, glaube ich, hat. Doch ein wenig armselig. Für mich kommt tatsächlich immer dazu, wenn ich nicht alles von LucasArts spielen kann, werden Kisten für mich uninteressanter. Echt schade, ich sag, die Kiste hat komplett verschwendetes Potenzial. Nicht wegen Prozessor, nicht wegen RAM. Einfach nur aus dem Grund, dass sie keine Farbbildröhre hat. Classic 1 hätte ich somit tatsächlich verstanden mit 68000 anstatt 68030 und schwarz-weiß. Der hier mit 68030 und schwarz-weiß. Ich habe das Gefühl, dass der Prozessor irgendwie mehr Optionen verschließt durch diese Schwarz-Weiß-Kombination, als er öffnet. Heißt für mich, diese Kiste wird wahrscheinlich nicht ihr Lebensdasein bei mir fristen, sondern einfach, keine Ahnung, muss mal gucken, ob ich jemanden zum Tauschen finde oder einfach die Kiste bei Kleinanzeigen einstelle. Da braucht es dann tatsächlich wirklich wahrscheinlich einen Mac-Liebhaber für. Da lobe ich mir dann Amiga 1200 mit Shapeshifter oder sowas in der Art. Aber keiner wird behaupten können, ich habe nicht versucht, mich mit Mac anzufreunden. Ich habe letztens den Plus 1 ausprobiert und ich habe jetzt den ausprobiert. Was natürlich eine Option wäre, wäre der Color Classic, der hätte dann wahrscheinlich alles, was ich will. Klammer auf, Farbe, Klammer zu. Total lange Liste. Aber ja, schweineteuer. Gut, das war's dann auch mit dem kleinen Aus- und Einblick in die Software hier. Schade drum, viel verschwendetes Potenzial. Was nicht verschwendet ist, ist ein Tschüss und Ahoi. Bis zum nächsten Mal.